Sir. Musik im Hintergrund laufen. Ich werde aber, denke ich, bei mir. Oder kann ich die jetzt schon einfügen? Ja, komm, machen wir. Dauert mal einen kurzen Moment. Ich muss mal eben hier. Ihr hört gleich so bling oder sowas. Doch nicht. Circle auf Alchemist. Kurz einen Tacken leiser stellen. So, müsste klar gehen. Dann ist das nicht ganz so langweilig. Für mich, für euch. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe es mir einfach überlegt, weil ich habe auf dieses ganze Standard-LP. Das ist hier neues Digimon, hatcht es. Das ist hier neues Digimon, hatcht es. Das ist hier neues Digimon, hatcht es. Und dann levelst du es und. Ultra boring. So, Leave Party. Zurückdigitieren. Wenn ich hier Western Village oder so. Ach, können wir noch nicht, weil wir noch nicht da waren. Grün bedeutet passiv und rot ist, wenn die Faust hier rote Umrandung hat, sind die Dingens aggressiv. Das heißt, die werden euch attacken, sobald ihr in der Nähe seid. Noch so ein kleiner Tipp. Was kann ich euch noch erzählen? Ui, cool. Zu dem hier werden wir. Freue ich mich schon drauf. 79, der macht Level 6er Karten. Ob sich das lohnt? Nicht wirklich. Dann doch lieber Level 7er Karten. Ich habe mal einen Server genommen, auf dem ich noch keinen Charakter hatte. Auf allen anderen habe ich schon Charaktere. Ein oder mehrere. Guck, wie voll das hier ist. Was sagt denn das hier? Oh, relativ leer. Ist ja ganz okay. September Decay, WMF, CDR AP 80, 3T EGF 2 Pieces, 3T, bei Any BM, Z2 9T. Okay. 9T für den Burst Mode. Scheint eigentlich klar zu gehen. Ist nicht anders wie Barbamon. So, ab dem heutigen Zeitpunkt braucht ihr erstmal nicht mehr fragen wegen Gilde. Ich werde mich auch vorerst nicht um die Gilde kümmern, also die Leute, die in der Gilde sind, sind eh zu 90% inaktiv. Wenn nicht sogar zu 99% inaktiv und ja, das ist vollkommen okay. Ja, boah, ich hab übelsten, weiß ich nicht. Nicht Pappmaul, aber irgendwie läuft das Wasser im Mund so zusammen. Kennt ihr das? Und dann fange ich an zu lispeln. Ach ja. Ja. Die Musik im Hintergrund, Circle of Alchemist. Free Tracks könnt ihr auf deren Seite finden. Link ist unten in der Beschreibung. Für alles Weitere könnt ihr dann. Die Musik könnt ihr frei in euren Videos nutzen, wenn ihr selber welche macht oder ja. Halt, ist eine Free-Lizenz, ihr müsst halt nur irgendwie den Kanal weiterreichen oder so. Was haben wir jetzt? Wir haben. Was halten das? 235 HP, okay. Und wir nehmen das noch als Notfalldingen. Wutmann brauchen wir nicht. Wir sind Level 11. Wir gehen weiter. Weiter geht's. Wir ziehen durch bis zu Dingens. Wie heißen die nochmal? Servoru? Nein. Servorumon ist die Weiterentwicklung. Ach, fuck, ich hab den Namen vergessen. Dobamon. Genau. Die werden wir jetzt verhauen. Und dann schauen wir. Schauen wir, was noch so geht. Was krass ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Mongo ich bin. Boah. Also die Folge, die jetzt gerade läuft hier, die ihr jetzt gerade seht, die nehme ich auch heute, Montag, 15.09. um 6:22 Uhr. Um 8 Uhr muss ich ackern. Also auf der Arbeit sein. Hammer geil, ne? Das heißt, ich musste jetzt gleich rendern.
und dann direkt hochladen, damit ihr heute was zu gucken habt. Ich hatte im Moment irgendwie die Motivation hat gefehlt. Dann gucke ich gerade so auf Dingens, auf meinen Kanal, so guck so, bam, wieder 5 neue Abos, alles klar, Motivation accepted. Ja, die einfachen Dinge sind. Boah, mein Hals geht mir so auf den Sack im Moment. Ihr könnt dieses Gebiet auf jeden Fall überspringen, weil hier gibt es nichts relativ, ja, nichts Gutes, wo ihr farmen könnt. Also ihr könntet hier Bird Digi-X farmen, aber ihr überlevelt schnell. Also ihr seid zu schnell, zu hohes Level, als dass ihr hier irgendwie irgendwas bekommen würdet. Deswegen scheißt da einfach drauf. Dokunemon, naja, wer Kunemon haben will, farmt die später in einem 50er Bereich, beziehungsweise ab 46, nein, ab 36, genau, ab 36 fangt ihr an, die Dinger zu farmen, und das dann hoch bis 44, werden wir auch machen, glaube ich, ja, wir sind Wakin. So, wir haben keine Digi-Aura, deswegen müssen wir unser Ding ganz gut einteilen. Komm schon, geht doch. Hat zu lange gedauert. Wir machen lieber die kleinen. Was hat er gegeben? 1700. Okay. Die geben 1,6, ja, passt. Gehen schneller down. Thema Level Up schaffe ich nicht vorher. Das heißt, ich muss das hier benutzen. Normalerweise time ich das immer so, dass ich... Ach fuck, jetzt ist schon wieder ein Lieder, egal. Normalerweise time ich das so, dass immer kurz bevor die DS ausläuft, dass ich dann Tamer Level Up habe und bam, kann die Digitation direkt halten, weißt du? Das ist so eine Möglichkeit. Ja, Western Village ist so euer Lieblingsort. Also wird euer Lieblingsort am Anfang sein, weil ihr da alles findet, was ihr braucht. Ich glaube, hier gibt es auch jede Data-Art. Also wirklich jede. Abgesehen Fire-Data, weiß ich nicht. Ob, gibt es hier Fire-Data? Ja, jetzt abgesehen von Maze oder so. Dark Tower Wasteland, glaube ich. Da könnt ihr bei Demi-Meramon. Bei Sky-Meramon. Das wäre noch eine Möglichkeit, um Fire-Data zu bekommen. Aber da müsst ihr auch, glaube ich, Tamer Level 25 für sein oder so. Um da hinzugehen, das weiß ich jetzt nicht so genau. 21, 25, irgendwie so. Level Up. Tamer kommt auch nach dem. So, ich werde das jetzt bis Level 16 eben schnell machen. Und dann seht ihr den nächsten, dann werde ich hier einen Cut machen, glaube ich. Was sagt meine Aufnahme? Ja, guck. Die Folgen bleiben bei 10 Minuten, wie immer. Kennt ihr ja. Nach YouTube zu urteilen, werden die Folgen eh nie komplett bis zum Ende geschaut, deswegen würde es sich nicht lohnen, einfach eine 20-30 Minuten Folge zu machen, weil die Hälfte von euch oder viele von euch gucken die Folge eh nicht oder skippen sie durch. Verstehe ich, würde ich auch machen, ganz ehrlich. Aber wozu sollte man sich als Aufnehmender dann die Mühe geben? Oh cool. Komm, guter Ring. Guter. Attack plus 51, nice. Jetzt hat das Digimon schon Attack plus 51. Das geht natürlich wieder mehr klar.
51 Attack mehr, das ist fast schon ein Chip.